Es ist mittlerweile Teil 11 von Corona-Krise, das Ende der Truman Show. Und heute soll es um eine Vorhersage gehen, die sich auf den 21. Juni, also jetzt, bezieht, eines amerikanischen Professors William Toole, der zurzeit seit mehreren Monaten hier in Deutschland Vorträge hält, Lectures und so weiter. Und mir fiel dabei ein, dass die Indianer Nordamerikas in einem Bewusstsein lebten, in Dankbarkeit für 7 Generationen vor ihnen und im Gedenken an 7 Generationen vor ihnen und im Vorausschauen auf 7 Generationen nach ihnen. Und wir Deutschen, wie ist das mit den 7 Generationen vor uns? Gibt es die in unserem Bewusstsein eigentlich? Ich habe den Frank Köstler wieder in der Leitung und ich werde ihm ein paar kritische Fragen, glaube ich, stellen dürfen in Bezug auf William Toole und seine Mission und heiße euch herzlich willkommen hier bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht das los. Frank, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja ein Vielproduzierer von Videos mittlerweile seit, ich glaube, bist schon bei über 150 Videos, die du produziert hast auf deinem kleinen, mittlerweile großen Kanal. Alles vor einem Jahr begonnen. Dein Coming Out. Dank dir. Ja. Und du hast den William Toole, ich glaube, in der letzten Woche bei einem Vortrag erlebt und hast ihn sogar interviewt. Wir werden das, wenn das Interview dann online geht, werden wir das unten in der Legende verlinken. Und du kannst ja sicher sein, dass die Menschen das auch mit Sicherheit anschauen werden. Mhm. Lass mich kurz was sagen, Götz. Bitte. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Du hast es wieder einmal geschafft, mich in der Ansage maximal zu überraschen. Ich wusste nicht, dass wir Truman 11 aufzeichnen heute. Ich dachte, wir machen einfach ein Special. Ja. Erstens und zweitens, ob es um den 21.06. geht oder ob es um was ganz anderes hier geht, das möchte ich mit dir unter anderem zusammen hier mal erörtern. Ja. Denn das sind die typischen Kontrastierungen, denen ich momentan überall begegne. Ich würde dann unser Truman 11 gerne insofern umwidmen, als dass wir den Zeitgeist oder die Zeitqualität, die wir momentan erleben, ja, in dem Falle dann etwas fokussieren auf das Wirken von dem Herrn Toole und das, was er auslöst hier, was hier passiert. Und ich denke, wir kriegen es hin, weil er ist, glaube ich, eine markante Erscheinung momentan. Gut, dann machen wir einen Truman 11. Okay, ja. Mhm. Ja, aber wolltest du schon mitten reinspringen mit einer Frage oder lässt du noch etwas Raum, dass ich so ein bisschen dann beschreibe, wenn wir Truman machen? Genau, wie du auf ihn aufmerksam wurdest und dass du sogar eben zu einem Vortrag von ihm gekommen bist. Götz, ich verfolge ihn wie viele andere Dinge sehr lange schon. Ich habe ihn seit 5, 6 Monaten habe ich ihn auf dem Schirm und verfolge genau, was da passiert und möchte sagen, ich denke, ich habe alles, was online oder irgendwie verfügbar ist, parallel die ganzen Monate sowieso mir angeschaut, kenne seine Texte auf den Webseiten. Ja, also ich möchte sagen, ich kenne von ihm alles. Er ist einer der, ich möchte ihn nicht reduzieren, einer der Bälle, die ich alle immer in der Luft habe. Ja, ja. Momentan sind wir jetzt hier in eine Lage hereingekommen, dass wir als Kollektiv Deutschland soweit am Boden liegt. Wir sind wirtschaftlich stark angeschlagen, wir sind mental schwach, wir sind uneinig, wir hacken wieder mal aufeinander rum.
über allem Lande. Ich habe da kürzlich einen schönen Vergleich mit meinen Bienenvölkern gebracht. Wehrhafte Bienenvölker, wenn du da den Deckel aufhebst, dann hast du die direkt im Gesicht. Ja? Die fliegen dir direkt ins Gesicht. Das ist eine Schlagkraft, die von diesem Volk in Einigkeit als Kollektiv ausgeht. Wir sind das Gegenteil. Wir zermartern uns als Kollektiv selbst. Und dann, wir werden noch darauf kommen, dann betritt eben ein Herr Tol die Bühne und sagt, Leute, das ist nicht euer deutscher Geist, das ist, was mit euch gemacht wurde. Und über den Rahmen oder das Ausmaß dieser Offenbarung, auch eben in dieser Offenbarungszeit, sollten wir dann noch reden. Unser Föderalismus ist beschädigt, es läuft ziemlich positiv, zumindest wenn man auf Seiten der Eliten ist. Wir haben mittlerweile eine Impfquote von um die 50%, das Kinderimpfen geht voran. Wäre Deutschland ein Aktienkurs, dann wären wir ziemlich billig zu kaufen. Und genau das tun ja die Chinesen momentan auch, was unseren Grund und Boden angeht. Wir haben es zu tun damit, dass wir eine, und ich bin froh, dass manche Energien jetzt hier ans Licht kommen, eine Totalverleugnung, und das hast du auch schön angesprochen eben, von uns selbst, von uns als Kollektiv, von uns und unseren Ahnen, von unseren sämtlichen Werten, wenn man so etwas heute sagt, Werte oder Ehre, hat schon wieder einen Anstrich. Kannst du das auch fühlen? Ein Anstrich, du spürst es auch. Okay, ich höre dich allerdings gerade nicht, das irritiert mich etwas. Nee, ich habe auch nichts gesagt, ich habe das ganz leise gesagt. Okay, alles klar. Wir werden auch sehen, es hat mich seit Kindheit an hat mich das Ganze immer schon sehr beschäftigt. Warum gibt es hier Blindflecken, wo ich plötzlich in Diskussionen, wenn die Erwachsenen reden, ein unangenehmes Gefühl kriege? Das war ja greifbar im Raum dann immer, diese Atmosphäre plötzlich von, da wollen wir jetzt aber nicht drüber sprechen und so. Ne? Und ich habe dann immer gedacht, ja, das ist dann durch das, was eben ja mit im Dritten Reich geschehen ist, an Sünden oder so. Und der Herr Tol konfrontiert uns da mit einer ganz anderen Sichtweise, woher diese unangenehmen Gefühle kamen. Ich würde ihn gerne weniger kontrastiert, nicht so schwarz-weiß, Retter oder CIA-Agent, weißt du, das geht mir wirklich auf den Nerv. Ich würde ihn gerne als Zeitgeistphänomen diskutieren, in allen Graustufen, ohne sofort, wie das ständig jetzt wieder passiert, in Schubladen gesteckt zu werden, Kritiklosigkeit unterstellt zu bekommen, mich auf Lager zu schlagen. Schlimm. Also, weißt du, wir haben Kinder unter Masken in Schulen und dann reist ein alter Mann durch Deutschland und erzählt uns was von unserer Geschichte. Könnte man normalerweise mit einem Achselzucken, ja, lass den doch. Nein, da wird plötzlich auf einmal ausgepackt, das ist eine Gefahr, der ist vom CIA, der ist Freimaurer, der unterstützt Volksgruppen, sonst irgendwas. Ich frage mich manchmal wirklich, was mit uns los ist. Aber du hattest Fragen, ich wollte ein bisschen einleiten. Ja? Ach so, und, nee, mach du erst mal. Weil ich, ja. Nee, du wolltest den, ich hatte dich nach deinem Weg, du hast den verfolgt. Ja, gut, okay, ohne dich jetzt angreifen zu wollen, du spiegelst es schön wieder. Du reduzierst jetzt auch auf diesen 21.06. Ja, am 21.06. da soll der perfekte Sturm losgehen oder da soll ein großes Datum sein. Und das ist. Nur, weißt du, ich ganz kurz zur Erklärung. Ja, ich war nur verwundert, weil ich glaube, ich in anderen Interviews gesagt habe, also so mit den Daten muss man halt vorsichtig sein oder so. Abgesehen von dem 9.11.89, ja, den er nach eigenen Angaben vorausgesagt hat, also auf den Tag, genau wie er in einem Interview gesagt hat, klar habe ich mich dann gefragt, wie wusste er das? Also klar, der 9.11. ist nun mal ein Tag, an dem viel in der Geschichte, gerade im letzten Jahrhundert, geschehen ist. Also ein 9-11 auf Deutsch. Also 9.11. Woher wusste er das? Also welche Beziehungen hatte er? Klar.
Und deswegen war ich überrascht, dass er tatsächlich da dieses Datum 21. Juni, also Sonnenwende, genannt hat. Wobei, Klammer auf, ich das in einem Vortrag dann gehört habe, dass er die Deutschen auffordert, wirklich zusammenzukommen an dem Abend bei Feuern und vielleicht auch Volkslieder zu singen oder sonst was. Also vor allen Dingen, den Ahnen zu gedenken. Okay, also dein Weg dorthin. Der 9.11. ist tatsächlich ein sehr magisches Datum. Wenn man es dann umkehrt, hast du den 11.9., da bist du beim Schicksalstag der Deutschen. Und was darin mitschwingt oder was ich dann immer heraushöre, ist, wer über so ein Datum, und zwar 89 dann schon Bescheid wusste, wo 2001 noch vor uns steht, etc. pp., der muss ja Vorauswissen haben. Und da liegt natürlich die Insider-Nähe ganz nah, so eine Vorannahme. Also er tut es nicht hellsehen, sondern er hat einfach ein paar Leute, die ihm richtig gut was stecken. Ja, natürlich, das schwingt mit, da sollten wir auch drauf eingehen. Ich sehe in dem 21.06. etwas anderes. Er geht, seit Monaten geht er hin und sagt, und ist da auch nicht von abgewichen. Im späten Frühling bis frühen Sommer kommt der perfekte Sturm. Das sagt er immer. Das sagt er ohne Veränderung seit Monaten. Und dann ist er hingegangen, ich glaube Mitte Mai, und hat zum ersten Mal ein Datum in den Raum geworfen, hat vom 21.06. geredet. Was ist da? Die Sommersonnenwende. Und so verstehe ich das Ganze auch. Er setzt jetzt ein Datum, es ist exakt Ende des Frühlings, Beginn des Sommers, und hier setzt er im Grunde ein symbolisches Zeichen. Mehr würde ich dort in dieses Datum nicht hereininterpretieren. Ich erwarte für den 21.06. überhaupt nichts an äußeren Ereignissen, wohl aber unter Umständen beginnende leichte Veränderungen im Kollektiv. Wahrnehmbar momentan im Außen. Meine Frau sagt immer, du spinnst halt. Ist für mich tatsächlich so etwas wie ein Erhellen, ein leichter werden, ein besser werden. Meine Frau aber, die ich ja sehr schätze, wissen wir alle, sagt, du nimmst nichts anders wahr als den Wahn und den Scheinfrieden von den Geimpften, die jetzt wieder nach Malle fliegen wollen. Gut, kann sein, dass ich mir dieses Kollektiv da raussuche. Ja? Bitte erklär unseren Zuschauern, was William Toll mit dem perfekten Sturm meint. Weil wir kennen ja aus 2017, als Mr. Trump mit hohen Offizieren der Streitkräfte vor die Presse trat, hat er ja auch This is the calm before the storm. Tatsächlich. Man natürlich, also was für ein Sturm meint er denn? You will see, hat er geantwortet. Ihr werdet sehen. Also der Trump hat es gesagt, der irische Premier sprach damals, du weißt, Drohnen 1. There's a storm coming upon. Der irische Premier hat es gesagt. Dann haben wir im Q-Narrativ auch den perfekten Sturm. Also was versteht man auf dem Toll darunter? Wir haben es beim Geostrategen, beim George Friedman, haben wir es auch. Der dreht es nur rum und sein Buch kam 2020 vor C. Genau vor C kam es raus. Und er sagt dann, der Sturm vor der Ruhe, der hat es umgedreht. Ne? Und jetzt kommt der William Toll, spricht vom perfekten Sturm. Und ich habe es gerade gelesen, heute der Herr Lauterbach fängt dann jetzt auch noch an, dass er einen perfekten Sturm für Herbst erwartet. Allerdings dann als Delta-Variante unseres Schupfengeschehens. Okay. Ja, gut. Ja, okay. Was ist der perfekte Sturm? Also einmal ist es ja höchst fragwürdig, wenn man jetzt in einen geostrategischen, geopolitischen Rahmen hereingeht, wenn die alle scheinbar dieselbe Sprache sprechen. Kann man ja sagen, der Herr Toll puzzelt sich in das große Bild exakt so rein. Ja? Sein perfekter Sturm passt genau da hinein, in das, was alle sagen. Ich selbst habe ihn das im Interview gefragt. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Toll? Warum gibt es diese Kongruenzen, diese Merkwürdigkeiten? Das macht doch auch stutzig. Ne? Und er hat da aber eine Verwandtschaft
von sich gewiesen mit diesen geostrategischen oder geopolitischen Sachen. Sein perfekter Sturm ist sein perfekter Sturm. Der setzt sich aus drei Elementen zusammen. Das sagt er auch seit Anfang an. Zu viel Kontrolle, zu viel Migration und eine Inflation, die, ja, sagen wir jetzt mal pervers wird, die richtig hoch ansteigt. Ja. Das sind die Außenbedingungen, die er formuliert, die sich bis jetzt ab dem 21.06. über die nächsten Monate ändern werden und die zum ersten Mal, und das ist alles sehr wichtig, die zum ersten Mal Umstände im Außen schaffen, dass von uns ausgehend dann es erstmalig sinnvoll ist, für die Freiheit zu kämpfen. Und das ist jetzt ganz wichtig, Götz. Er setzt sich nicht in eine Position, dass er sagt, ja Leute, wie die meisten sagen, gehen wir jetzt mal bei positiv denken oder sowas hin. Du musst nur positiv denken, dann verändert sich deine Gegenwart. Und wenn die sich nicht verändert hat, dann bist du nämlich schon wieder schuld und hast nicht positiv genug gedacht. Das wäre ja ein Taschenspielertrick, dann würdest du auf diese Sache auch keinen Pfifferling verwetten. Er macht es anders und das beeindruckt mich ein Stück weit. Er geht in eine Bringschuld. Er sagt, ab dem 21.06. und er gibt auch schon gleich ein zweites Datum, Ende August, Anfang September, werden wir an den Rheinwiesen marschieren gehen. Ich gehe da auf jeden Fall mit. Marschieren, nicht marschieren. Wandern gehen, ja. Machen wir vielleicht später. Aber damit sagt er schon ganz klar auch, wenn man zuhört und wenn man nicht kontrastiert und wenn man nicht ständig in ein Ostern 4.0 manisch-depressiv laufen möchte, wie eine alternative Szene, damit sagt er ganz klar, es beginnt ein Prozess. Wir beginnen mit kollektiver Traumaaufarbeitung. Wir beginnen einen deutschen Schmerzkörper anzufassen. Die vermisste Million. Ich habe nochmal Rheinwiesen vorhin eingegeben und da gibt es Literatur, da heißt eine the Missed Million oder so. Also die, ja. Es sind weit über eine Million junge Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, dort inhaftiert gewesen, ohne Zelte. Sie mussten ihre Zelte abgeben, alles und so weiter. Und Frankreich hat über eine Million angefordert als Arbeitssklaven sozusagen. Und ich glaube, bis heute ist nicht klar, was aus einer Großzahl dieser jungen Menschen geworden ist. Ja, das hat er in seinem... Abgesehen von den vielen Toten, die es da an den Rheinwiesen gegeben hat. Genau wie du sagst, Tote, aber auch Verschleppte, Vermisste, wo man überhaupt nichts weiß. Und er fasst eben diesen Schmerzkörper an und allein das. Und von daher würde ich ihn gerne als Phänomen in seinen Aussagen auch diskutieren. Als Phänomen, wo wir jetzt gefordert sind, in einen Schmerzkörperprozess, in eine Dunkelaufarbeitung reinzukommen. Endlich nach Jahrzehnten der Selbstverleugnung und der andauernden, wir arbeiten diese Zeit auf und haben es bestimmt zu einseitig getan, wie ich meine. Und endlich werden Sachen angefasst, die wir Jahrzehnte, aber das wird komischerweise dann in der Alternativszene kaum diskutiert, sondern da wird einfach dann draufgehackt und es werden Gefährdungen gesehen. Und ich muss dir wirklich sagen, Stand heute bin ich ein Stück weit enttäuscht von der Qualität, die da vorherrscht, die da ist. Die ist mir, tut mir leid, die ist mir zu wenig. Ja, also dieses ständige Rumgehacke und Schwarz-Weiß-Sehen, das bringt uns nicht weiter, das bringt uns in eine Spaltungsenergie rein. Das ist wie Bush 2001, ihr seid für oder gegen mich. Aber das Ganze mal als Phänomen zu betrachten, ein paar Monate, offen zu sein. Warum denn nicht? Warum? Man muss doch in einem so einen Menschen jetzt nicht den neuen Heiland oder Retter sehen. Er ist ein Impulsgeber, ein wichtiger Impulsgeber. Jetzt in dieser Zeit, wo alles hochkommt. Aber du willst was sagen. Ja, genau. Also ich finde das einen guten Gedanken, den du da ansprichst, dass er ein Symbol oder ein Phänomen ist einer bestimmten Zeitqualität. Ja, es hat Anfang letzten Jahres hat es einen Kriegsenkel-Kongress gegeben, also einen Online-Kongress, wo auch ein Buch draus entstanden ist. Mich hatten sie damals auch interviewt. Und ich habe für diesen Kongress sogar ein Lied gemacht, Wir waren nie verkehrt.
dessen Schlussvers lautete, wir sind ein Volk von Dichtern und Denkern, man hat uns aber gelehrt, wir seien ein Volk von Henkern. Es ist an der Zeit, uns zu erheben und im Herz seinen Platz zurückzugeben. Mhm. Das war mir auch ziemlich schnell aufgefallen, dass Tol, der ja nach eigenem Bekunden die Deutschen und die deutsche Sprache liebt, obwohl er sie nicht beherrscht, dass er sagt, dass wir Deutschen ja eine Nation der Herzen sind. Ja, ja. Und nicht nur der Naturwissenschaftler oder so, sondern ein Herz. Das war ja ursprünglich auch gemeint, Götz, mit dem Satz, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ne? Also eine Liebesfähigkeit, die hinaus in die Welt geht. Der Mann reist jetzt herum und sagt uns genau das, ihr seid liebenswert. Und dann wird, es kann aber oft nicht angenommen werden. Es wird dann, dahinter wird eine Tücke vermutet oder wird gedacht, dass es tückisch ist. Ja, es bleibt eine Menge da zu tun. Du wolltest was sagen? Ja, und zwar den Bletchley Park. Ja, okay. Hast du da weiter recherchiert, als ich? Ich habe einfach mal Wikipedia, der Toll hat ja davon erzählt, dass, glaube ich, 43 im Bletchley Park, was laut Wikipedia eigentlich nur eine militärische Zentrale zur Dechiffrierung von Geheimcodes und so war, dass dort eine Menge, ja, vor allen Dingen Psychologen und Wissenschaftler zusammengekommen seien unter der Maßgabe, wie kann man die Deutschen umerziehen? Die Besten der Besten kamen da zusammen. Wir verbinden mit Bletchley Park immer das Entschlüsseln des Enigma-Codes, der im Grunde dann kriegsentscheidend war. Genau das war kriegsentscheidend. Man wusste exakt, man konnte jede Kommunikationsverbindung zurückverfolgen und dann auch wissen, wo ist welches U-Boot, wo ist welche Einheit, wann wird welche Attacke geplant. Und wer sich ein bisschen nur jetzt mit Strategie beim Militär auskennt, weiß, das ist ein unschlagbarer Vorteil, weil du deine Truppen halt gruppieren kannst. Interessant dabei ist aber, dass Bletchley Park, ich meine, er sagte es auch einmal, einer von 11 Räumen war für die Enigma reserviert. Ich sage mal so, 80-90% der Wissenschaftler der besten Köpfe waren damit beschäftigt, ab 1943 nach den Erfahrungen des Ersten und Zweiten Weltkrieges ein Szenario zu entwerfen, wie man Deutschland nun endgültig niederhalten wird können. Also eigentlich nur über die Bildung geht. Ne? Man hat gesehen, es gab diesen Ersten Weltkrieg und man hat es hier einfach aufgebaut wieder und 20 Jahre später war es wieder ein riesiges Land. Dann der Zweite Weltkrieg, der dann 1943 lief, habe ich vorhin auch falsch gesagt, nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Und man wollte nach dem Zweiten Weltkrieg einfach dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Und so waren dann 90% damit beschäftigt, ein Szenario zu entwerfen, wie wir niedergehalten werden können. Und er sagt ganz, ganz deutlich, diese klügsten Köpfe waren sich einig darüber, es kann von außen nicht bezwungen werden. Die sind unbeugsam. Wir müssen psychologische Szenarien, so etwas wie Geistesviren oder Geisteskrankheiten entwerfen, die wie ein Pilzmyzel in ihnen wie Gift ständig wirken. Und das war der eigentliche Sinn von Bletchley Park. Als ich ihn erst die ersten Male hörte, dachte ich mir immer, mein Gott, Bletchley Park, was du uns hier erzählst. Warte mal. So. Kenne ich alles schon, du weißt, ich habe seit meiner Kindheit Erste, Zweite Weltkrieg-Kram gelesen. Das hier ist eine Bilanz des Zweiten Weltkrieges zum Beispiel, wehe den Besiegten. Da geht es um die Reparation, den Patentraub, das Abwandeln von Wissenschaftlern und so weiter. Und als ich ihn die ersten Male hörte, dachte ich mir, mein Gott, das wissen wir doch alles schon. Da brauchen wir dich doch jetzt nicht für. Wir haben es gelernt bekommen unter dem Stichwort Entnazifizierung. Ja, das ist der Umdenkprozess. Bis ich, wie so oft, erkannte, dass er weit über die Grenzen hinaus redet, aber in sehr netten Worten. Und das, was er, und das ist wichtig jetzt, das, was er von Bletchley Park erzählt,
ist nicht ein Entnazifizierungsprozess, sondern es ist ein kultureller Mord, der an einem ganzen Volk begangen wurde. Und damit sind seine Aussagen, wie bei Snowden oder Assange, zu sehen, das ist ungefähr das Ausmaß seiner Aussagen wird. Ja, und das fand ich dann, nachdem ich das kapiert hatte, sehr beeindruckend. Ich verstehe aber, dass Leute da 3-4 Mal drüber hören und sagen, ja, der alte Mann, der erzählt halt einen, ja, höre ich jetzt auch nichts Neues raus. Ich verstehe es, ja, klar. Hast du da noch andere Quellen gefunden über Plätschweck, über diese Zusammenkunft? Er hat jetzt mittlerweile ein Büchlein verfasst und stellt auch dieses kostenlos auf seiner Webseite zur Verfügung. Momentan gibt es ein Projekt, wo, das finde ich, also ich finde es halt echt gut, was da läuft. Ich bedauere seit Jahren den Verlust der deutschen Sprache. Sie ist halt sehr, sehr treffend und immer mehr Englisch kehrt ein. Was macht der Mann gerade? Erstens hat er festgestellt, die Alliierten haben nach dem Krieg euch 2000 Worte weggenommen. Die wurden gestrichen, weil man wusste, die verbinden euch mit euren Ahnen, mit eurer Geschichte. Die bringen euch auf, sagen wir jetzt mal dumme Gedanken, meine Worte, meine Interpretation. Es war quasi das Wörter-Pendant zum Ahnenabschnitt. Die trägt er momentan gerade wieder zusammen, um sie uns zurückzugeben. Du weißt, Worte machen Gedanken, schaffen Verbindungen. Du hast Sendungen darüber gemacht. Das ist so wichtig. Und das sind alles momentan Programme oder Impulse, die er gibt, die mir viel zu wenig beachtet werden. Ja? Ich sage nicht, der Mann ist ein Ritter. Ich sage nicht, am 21.06. muss dies und jenes passieren oder... Es ist vollkommen offensichtlich, dass hier eine Energie ins Spiel reinkommt, die ganz neue, wichtige Impulse setzt. Das sage ich. Ja. Impulse, halt, die jetzt erst auf Resonanz treffen können, offensichtlich. Weil, wie gesagt, dieser Kriegsenkelkongress letztes Jahr, die machen, glaube ich, jetzt gerade den zweiten schon, weil da ganze Generationen drunter gelitten haben unter den Traumata ihrer Eltern und Großeltern. Ja. Und dass jetzt überhaupt die Zeit ist, da drauf zu schauen und die Energien offensichtlich so aufbrechend wie Enzyme sind, die diese Verkrustung und diese Tabuisierung dass wir uns unserer Wurzeln bewusst werden und wie jede Pflanze hängt von ihren Wurzeln ab, jeder Baum hängt von seiner Wurzel ab und je tiefer die Wurzeln gehen, desto besser kann er den Stürmen widerstehen. Flachwurzler, Peng, ein bisschen Trockenheit, haben wir jetzt ja auch im Harz gesehen oder sonst wo, diese ganzen Flachwurzler sind Riesenflächen, sind tot. Ja, auch das vielleicht ein Symbol, dass wir als Volk unsere Tiefe wieder entdecken. Und das ist schön, was du sagst. Auf meinem Kanal, ich verfolge das Zeitgeschehen ja auch, habe ich dafür auch genau dieses Bild genommen. Was wir die letzten 70 Jahre hinter uns haben, ist wie ein schöner Baum. Da ist eine morsche Stelle, aber da kleistern wir was drüber, wollen wir gar nicht hingucken. Und unter der Erde, da wo mittlerweile Gras über die Sache gewachsen ist, ob das nun das Rheinwiesenlager ist oder das Gras von unserem Baum, dort hat man seine Wurzeln abgekappt. Der Baum ist nur noch so eine hohle Masse, die schön wirkt, die noch nachblüht, aber die hat keine wirkliche Verhaftung mehr im Grund. Das ist in etwa, was hier geschah. Ich bin heilfroh. Schau, ich habe vor Jahren, Götz, habe ich einen Facebook-Beitrag verfasst mal. Da ging es um die Rheinwiesenlager. Die sind hier vor der Tür. Und warum tue ich das? Nicht um zu provozieren, sondern weil in mir seit Kindheit an etwas bohrt, das wissen will. Ich habe als Kind empfunden, hier sind Energien, die sind nicht stimmig. Und sowas kann ich nicht ertragen. Also wenn sowas überdeckt wird oder so, kann ich nicht. Dann habe ich einen Facebook-Beitrag gemacht mit den Rheinwiesenlagern. Und auf was stieß ich da? Auf Abscheu,
auf Verleumdung oder wurde böse angegangen oder man wollte es nicht sehen, weißt du? Und dann habe ich bei Ahnenforschern lokal habe ich so, nee, das fassen wir nicht an. Und das ist genau, was hier seit Jahrzehnten abgeht. Und ich tue mich sehr schwer damit. Die Unfähigkeit zu trauern. Es ist mehr, es ist Selbstverleugnung und es ist Verleugnung der eigenen Großeltern, der eigenen Geschichte. Es ist Zombietum. Es ist in einer Art, es ist wirklich Zombietum. Ja. Ja. Und von daher bin ich sehr froh, dass das jetzt alles mal hochgespült wird. Und natürlich, vielleicht ist das auch der Grund, warum jetzt so viel Widerstand dadurch erwächst. Ne? Klar, Schmerzen angucken tut weh. Verleugnung angucken tut weh. Hm. Ja, das wäre so mein Zugang. Ja, wir haben die Rheinwiesenlage, haben wir gesagt. Ja, und dann fasst er das nächste heiße Eisen an, um ihn jetzt wirklich auch mal inhaltlich ein bisschen zu diskutieren. Er will die deutsche Seele wieder erwecken. Weißt du, und da sind wir schwuppdiwupp mal über zwei Weltkriege hinaus in der Zeit. Etwas, was wir alle, auch ich, zu großen Teilen vergessen haben, dass es das gibt. Wenn ich jetzt zu dir sage, Götz, die deutsche Seele, was ist denn das? Ich kann es ein bisschen fühlen, weil ich 2 Jahre in Costa Rica gelebt habe und so ein Heimweh nach der deutschen Seele hatte, nach der deutschen Kultur, nicht nach den vollen Kaufhäusern, darum ging es nicht, sondern die Tiefe. Es war die Tiefe, die ich hier mit den Menschen erlebe, dass ich wirklich die Tiefe, die Form von Selbstreflexion und auch eine Herzlichkeit, die nicht diese typische amerikanische "Oh, you have to visit me, yeah, you're my friend" und so, wenn du da vor der Tür stehst, so, was willst du denn hier? Ja, also eine so eine Wahrhaftigkeit, die durchaus in Mittelamerika gefürchtet ist. Also wenn wir Ja sagen, dann meinen wir Ja, und wenn wir Nein sagen, meinen wir Nein. Ja, ein Tico, der kriegt das Nein nicht über die Lippen. Ne, der sagt 1000 Formen von Ja. Mhm. Davon sind aber 995 Neins, ne, in den Ja's versteckt, solche Sachen. Ich bin ja Jahr 59 und voll in dieses Programm reingekommen. Also in diese Scham, ein Deutscher zu sein. Ja, und. Wenn ich daran denke, die Deutschen sollen verlieren, ne, beim Fußball oder sonst was, haben wir nicht verdient. Und wir sind das schlimmste Volk. Ja, mein Vater, Großvater, das müssen ja Mörder gewesen sein, auch wenn sie Ärzte gewesen sind, wie auch immer. Und ich habe mich als Kosmopolit gesehen. Ja, also eine Welt, ja, also auf dem Klavier wird ja auch die neue Weltordnung sehr schön bedient, von diesem Verlangen nach Einheit, ja, aber nicht als Brei, sondern ja, als freie Entscheidung freier Menschen und freier Völker, die sich ihrer Wurzeln bewusst sind. Und das ist eigentlich, also sag mal, vor 7, 8 Jahren bin ich dann zurück aus Costa Rica und habe gesagt, ja, hier gehöre ich hin. Ja, das ist das Wort Heimat, ja, das darf man ja hier auch schon kaum noch in den Mund nehmen. Ja, stimmt, selbst Heimat ja, ist da jetzt. Also Heimat ist so ein Wort, was man, glaube ich, auch streichen wollte, ja. Wobei die DDR ein bekanntes Lied hat, unsere Heimat, das sind unsere Seen und Berge und so. Das haben die Pioniere auswendig gelernt. Also da ist das Wort Heimat noch drin. Und es gab ja auch das Wort Volk bei der DDR. Ne? Also die Volksarmee, Volkssolidarität, sehr eigentümlich eigentlich, ne? Dass da sich manche Worte gehalten hatten. Egal, aber deutsche Seele. Programmierung, glaube ich, in der ehemaligen DDR war nicht so ausgefeilt wie im Westen, mal ganz vorsichtig gesagt. Was meinst du mit Programmierung? Die Programmierung. Programmierung. Die Kollektivprogrammierung, ja. Ja. Man hat, wenn ich jetzt mit meinen
ostdeutschen Verwandten rede, bemerke ich, kommt es mir so vor, als seien sie deutscher geblieben als wir hier im Westen. Ja. Da hast du vollkommen recht. Also ich, meine Partnerin, meine Liebste, stammt ja von hier. Hm. Und sie hat gesagt, nein, das, was du gefühlt hast als Jugendlicher, das habe ich nie gefühlt. Bis auf einmal, dass sie mit Schulausflug, beziehungsweise ein Sommercamp oder so, mit der Schule in Polen gewesen und wurde von Älteren, als sie in Auschwitz mit 8, sagt sie, sind wir nach Auschwitz gefahren worden. Und da seien sie von älteren Männern bespuckt, beziehungsweise also beleidigt worden. Und das hat sie nicht so gut vertragen können. Aber als solches, dieses Bewusstsein, es ist schlecht, ein Deutscher zu sein, das hatten die hier so nicht. Ja. Weil die haben das ja elegant gemacht. Der Nachfolger des Nazi-Regimes. Das wäre ein direkter Beleg auch wieder für das Wirken von Bletchley-Park. Denn die DDR war ja im Warschauer Pakt mit drinnen. Bletchley-Park war eine Sache der westlichen Alliierten, hauptsächlich der Briten. Und siehe da, hier im Westen hattest du viel mehr Wirken über diese Gedankenspangen, die da angesetzt worden sind. Das passt sehr schön zusammen, was du da sagst. Ja, wobei, also ich muss mal sagen, wenn ein Land eins der zwei wichtigsten Freimaurerzeichen in der Flagge hat, dann sage ich mal, hier war auch ein Experiment gemacht worden. Das allein ne, schon. Vielleicht war das der Gegenentwurf. Ja. Ich glaube auch, dass es ein Experiment war, zu gucken, wie entwickeln sich sozusagen ein Volk, wenn man das trennt und mit anderen Ideologien quasi befüttert, also mit anderen Aktionen oder also Grund, sag ich mal, wie man Nahrungsmittel oder Düngemittel. Die Nährlösung wirkt sich wie aus auf die Pflanze, so in der Art. Genau. Die Nährlösung wirkt sich. Ja, oder Nährlösung oder auch Entzug. Ne? Also hier wurde eben sehr schnell wurden die Kinder den Eltern entzogen. Ja, das mögen die hier nicht hören zum Teil. Aber ich sehe das so, einfach durch meine vielen Befragungen, damals auch im Arbeitsamt, wie viele Kinder hier schon unter einem Jahr in die Krippe kamen. Und dadurch. Aus meiner Sicht, und mittlerweile ist es pfeifen die Spatzen das von den Dächern, ein Trauma erlitten hatten, ja, ein Selbstwerteinbruch, der dann sozusagen auf dem Leistungsweg quasi wieder angetriggert werden konnte, ne? Dass sie also sehr leistungsbereit waren. Viele unten ja deswegen auch, ja, warum kommt der Mann denn auch erst jetzt? Warum betritt er denn jetzt die Bühne, wo wir in diesen großen transformativen Prozessen sind, wo unsere alternative Szene über 1,5 Jahre, über die Demos so viele Wunden erlitten hat, wo wir wirklich jetzt gerade einen Kanal bis hierhin voll haben und am Boden liegen. Und jetzt kommt der, muss ein Psy-Op-Soldier sein. Er selbst, du hattest das vorhin so ein bisschen angeschnitten, er selbst sagt, Leute, ich musste mein ganzes Leben auf euch warten, bis ihr bereit seid, das anzuschauen. Ja? Ich habe es damals, er bezieht sich jetzt immer ganz am Anfang wieder vom Interview, ich habe es damals beim Mauerfall probiert, da habe ich es bei euren Herrschenden probiert, da war es halt nichts. Dann dachte ich mir, okay, beim nächsten Mal probiere ich es beim Volk. Und er sagt, seitdem habe ich jetzt 30 Jahre wieder gewartet. Wenn ich mir die letzten 30 Jahre angucke, die habe ich intensiv miterlebt, ja, möchte ich sagen, war der Irrsinn, die Selbstverleugnung und der Wahn nie größer. Nie größer. Okay, vielleicht jetzt noch. Jetzt sind wir wirklich in der Spitze, wenn ich da an diverse Gender und so weiter Themen dann denke und an Wortneuschöpfungen und so. Man sollte Deutschland anthroposophisch auch mal sehen, ein Stück weit. Wir haben hier in diesem Land einen Auftrag, so wie ein Organ in einem Körper einen Auftrag hat, so wie eine Zelle für ein Organ einen Auftrag hat. Man benötigt Deutsch sein, so wie man Französisch sein, vielleicht für eine Leichtigkeit oder eine Liebe, was da auch immer im Kollektivfeld dann drin ist oder gefordert wird. So, dass man es so mal sieht. Nicht, dass immer wieder einfach nur so schwarz-weiß unterstellt wird, ein neuer Nationalismus, eine neue Rechtsradikalität, eine neue Bababa. Nee. Ja, also ich unterstütze diesen Gedanken, es ist jetzt an der Zeit,
Also die Zeitqualität, denn wenn ich so zurückdenke, 2006 hat es mal so einen Aufkeim gegeben. Ne? 2006 war die Weltmeisterschaft hier, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viele deutsche Fahnen gesehen wie damals. Auch nie, ich glaube, 2014 war es nicht so, aber 2006. Und da gab es sogar in der Zeitung, in der Hannoverschen Allgemeine, auf der dritten Seite, wo sonst immer die schlimmsten Sachen standen, die guten Seiten Deutschlands. Das war aber nach ein paar Wochen wieder vorbei. Ich wollte nur sagen, dass wenn in unserem Dorf eine deutsche Flagge, in meiner Jugend, ja, unser Zahnarzt, bei dem hing eine deutsche Flagge im Garten. Wie zum Beispiel in Dänemark, eigentlich jedes Haus eine dänische Flagge steht. Da war für uns klar, das war der eine von zwei NPD-Stimmen, vielleicht noch seine Frau. Wahnsinn. Im Dorf. Ja, dass wir sagen, wir sind so gebrainplucked, ich sag plucked, nicht washed, brainplucked worden, also so verhunzt im Hirn und sonstiges, dass eine deutsche Flagge schon Ausweis von Nazitum. Ja, als solche. Deswegen wirft die Frau Merkel die ja dann auch weg von. Ja, klar, bei diesem Event. Und zittert bei der Nationalhymne. Ja, ja. Ich will respektvoll da reden. Also, aber ich sehe es als, es sind wie Blüten, die einen Symbolgehalt, eine Aussagekraft haben, eine Deutung kann man da. Götz, du hast eine ganz wichtige Sache eben gesagt, die finde ich klasse. Die Nationalmannschaft, wir haben ja auch gerade wieder EM. Die heißt ja nur noch die Mannschaft. Genau. Wir haben ja 2006 wirklich dieses wunderschöne Sommermärchen gehabt, wo wir im Nachhinein wissen, dass auf diese Straße doch nur 17.000 Leute passen. Scherzende. Und dann darüber wird ja, du sagst, so viele Nationalflaggen wie nie. Und 2014 haben wir ja, ist uns Deutschen ja einig, noch einen draufgesetzt, haben die Weltmeisterschaft gewonnen. Es hatte so etwas, wenn ich es mir vorstelle, wie das Wunder von Bern, ich warte auf das Wunder von Berlin jetzt in diesen Tagen, wie 1954, ja. Aber schau, was man danach gemacht hat, wie der Fußball ideologisiert, politisiert wurde, wie auch, du hast schon gesagt, wie aus der Mannschaft, die Mannschaft wurde, wie man sofort dieses aufkeimende Irgendetwas zerstört hat, weil man deckeln muss. Das ist auch übrigens etwas, was der Herr Tol sagt, dieses Niederhalten ist ein Konzept. Es gehört zu einer Spange, die man hier erfolgreich durchbringt. Ich schlage vor, ihn doch einfach wie ein Symptom von einer Krankheit zu sehen. Wenn du einen Pickel irgendwo hast, kannst du vielleicht über deine Ernährung nachdenken oder sonst. Ja, so mal drei Stufen runterkommen, nicht jetzt schwarz oder weiß, sondern einfach mal betrachten, sich Gedanken machen. Kann nur gut sein, kann nur wo positiv hinführen, ja. Ja. Okay. Also für den 21. Juni hat er ja aufgerufen, dass sich die Deutschen an Lagerfeuern versammeln sollten, also Sommer Sonnenwenden feuern, die Nachbarn, die Verwandten einladen, die Freunde zusammen auch singen, ja, deutsches Liedgut, ist ja, wie gesagt, verpönt. Mich haben sie hier auch schon als Nazi beschimpft, als ich Volkslieder unterm Lindenbaum, ich lebe ja hier in Lindenau, singen wollte. In Chemnitz haben sie auch Volkslieder gesungen. Und dass wir diese Wurzeln wieder sozusagen revitalisieren, also wieder lebendig werden lassen, ohne dass wir die Scheuklappen für die 12 Jahre jetzt aufsetzen, die 12 Jahre 33 bis 45. Ja, nur mir wird bewusst, langsam dämmert es mir, dass wir uns gar nicht mehr einfach kollektiv rückverbinden können. Ich glaube, wir müssen vorher da auch mal gucken, ob wir das als Gemeinschaft leisten können durch ein ganz tiefes Tal von Schmerzen. Wenn uns erst, und jetzt muss ich auch schon wieder um meine Fassung aufpassen, ja, wenn uns erstmalig wirklich bewusst wird,
in welchem Maß wir unsere Ahnen verleugnet und verraten haben. Ja. Ich glaube, da wird noch manche Träne fließen. Ja. Ich spüre das. Und mal gucken, ob wir da kollektiv reingehen oder ob wir es schaffen, ihn vorher, ja, als CIA-Agent sonst irgendwas abzukanzeln und wieder mal das Deckchen drüber zu ziehen und nichts anschauen zu wollen. Da sind wir ja jetzt 75 Jahre auch gut drin gewesen, ja. Ja. Ja, also unsere Sprache, ja, eine, auch wieder ein Decken der wirklich reichhaltigen, des reichhaltigen Sprachschatzes, die Schätzung zwischen 90 und 400.000 deutsche Worte, zumal wir in der Lage sind, ja, aus mehreren Worten einen neuen Begriff zu bilden. Es kann, glaube ich, kaum eine andere Sprache, die lebendig ist. Ne? Da brauchst du immer Genitivverbindungen. Ne? Also im Spanischen, oh, okay, und so, oder auch Französischen, während du in Deutsch kannst du die Schifffahrtsmuseumsleiter Tochter oder so. kannst du bilden, ist ein neues Wort, wenn du so willst. Ja, und also die Bildekraft ist ungemein. Aber finde ich eine tolle Sache. Ich habe es auch drauf auf seiner Homepage gesehen, dieses Projekt, die 2000 verbotene quasi oder weggenommenen Worte, deutsche Worte beziehungsweise Wörter, in diesem Fall sind es ja Wörter, Einzelwörter, die eine bestimmte Resonanzfähigkeit offensichtlich besitzen, die man uns vorenthalten wollte. Und ich bin sehr gespannt, was da für Worte draufstehen werden, wenn er sie veröffentlicht. Ja. Dann letztlich sagt, das ist jetzt echt belanglos, oder ob man da was zum Forschen hat, ob da eine Resonanz in einem selbst ist, boah, was geht da, was versteckt sich dahinter wieder, wo führt mich das hin? Dann könnte man vorstellen, wir können machen über 3-4 Worte eine neue Sendung, weil neue Sachen aufbrechen. Ja. Ich lerne, du, ist eine Sache, die hatte ich heute tatsächlich, ich lerne immer mehr. Nichts ist zufällig. Ich habe heute Morgen das Fenster aufgemacht und hörte weit links hinten eine Taube gurren. Fiel mir halt auf an dem Morgen. Dann erinnerte ich mich daran, dass zu meiner Kindheit auch immer eine Taube gurrte an meinem Fenster morgens. Und wie fand ich das? Ich fand es beruhigend. Es hat mir ein Heimatgefühl verschafft, eine Geborgenheit, eine Nestwärme und so weiter. Und da spritzte so kurz der Gedanke in meinem Kopf, was wäre, wenn diese Taube tatsächlich, wie wir das auch aus alten Liedern und so kennen, für mich jetzt singt. Also wirklich für mich. Die ist nicht zufällig da. Die Natur ist beseelt. Wir sind ein Teil davon. Wenn ich an meinem Bienenstand bin, bin ich seit Jahren immer umkreist von Bussarden. Kann sein, dass die das Mäuse herauskommen, weil ich mal Honig verliere oder so etwas. Aber wir gehören, das ist ein vernetztes System. Und so plädiere ich dafür auch mal eine Erscheinung, ein Phänomen, Herr Tol zu beobachten. Nicht als CIA und da kommt jetzt die Gefahr, sondern es mal anzunehmen. Was soll passieren nach diesen 1,25 Jahren, wo wir x-mal Entschuldigung in die Fresse geschlagen bekommen haben. Das muss ja nicht in eine Manigkeit wieder führen, wie 4.11. wird der Trump gewählt und ab dann ist C kein Thema mehr. Weißt du, das sind alles immer, das wird mir klar dieser Tage, das sind alles immer diese Kontrastierung, hopp oder top, für oder gegen mich. Nein, lasst uns doch mal zusammen in den Prozess reingehen. Und zwar in den Prozess, dem ich mich halt auch seit vielen, vielen Jahren verschrieben habe, den Aufruf zur Selbstliebe. Und zwar eben nicht nur individuell, weil wir durch kindliche Traumata eben dieses Schuldprogramm individuell in uns tragen, sondern auch jetzt kollektiv. Ja, was bedeutet das? Also das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Deutsche, hangt doch mal endlich an, euch selber zu lieben und nicht sozusagen in einen Wettstreit zu gehen, wer kann am besten draufhauen.
Ja. Lieber Götz, wenn du in die Selbstliebe gehen willst, und oder wir oder ich, wenn wir es jetzt als Person tun würden, dann ist ja erstmalig die Bereitschaft da, muss da sein, erstmal in sich selbst die ganzen nicht angenommenen Dinge, die Schatten, die Dinge, die du doof an dir findest, für die du dich tausendmal verurteilt hast und die du am liebsten gar nicht mehr angucken willst, weil sie dir so schrecklich unangenehm sind und weil du denkst, du zerbrichst daran. Da musst du erst mal rangucken. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen, jetzt echt als Kollektiv, angesichts einer Impfquote 50% und diesem neuerlichen Verleugnen, ich möchte mein altes Leben wieder, ich möchte nach Malle fliegen, deswegen mache ich es halt, es steckt zwar nicht dahinter, da ist schon wieder so viel Selbstlüge drin, könnte ich schon wieder rollen, ja, so. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber lass uns doch wenigstens dann langgehend es versuchen, ja. Ja, Schatten, die eigenen Schatten angucken. Und das ist, ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Für alle, die jetzt hier sagen, da sitzen zwei Nazis, ne? die darüber hinwegtünchen wollen und so weiter. Also, Oh nein. Es geht darum, genau hinzuschauen und auch zu fühlen. Zu fühlen, all den Schmerz, den unsere Vorfahren, ich sage nicht nur Vorväter, denn die Mütter, ja, meine Güte, was haben die für Schmerzen erlitten, ne, wenn sie die Nachricht vom Tod ihres Sohnes bekamen oder eben auch bei Flucht und Vertreibung. Ja, all das will angeschaut und mitgefühlt werden. Und ja, auch das, wozu Menschen, ja, und Vorfahren fähig waren, weil sie praktisch entmenschlicht wurden in bestimmten Maschinerien, auch mit diesem Mitempfinden zu haben. Denn ich glaube, viele, die danach in Alkohol oder Selbstmord getrieben wurden, haben sich selber so verachtet, dass sie bestimmte Dinge begangen haben. Und dass wir da auch dahin schauen, ja, mitempfinden, ja, haben, wie Menschen in der Lage sind, sich entmenschlichen zu lassen. Und wir erleben das doch heute auch. Ja, wenn mit ein aktuelles Thema. mit einer, ja, Kühle sozusagen Verordnungen umgesetzt werden, sei es im Kindergarten. Ich habe gerade gestern mit einer Erzieherin gesprochen, die letztes Jahr gequittiert hat, nachdem man sie gezwungen hat, sie dürfe den Kindern die Hände nicht mehr schütteln, ja, und so weiter. Und die dann, als der Lockdown kam, die Familie besucht hat. Und das wollte man auch nicht. Ja, also, und in den Altenheimen, was sich da für Dramen oder in Sterbestationen, beziehungsweise noch bis in dieses Jahr, dass Menschen da alleine sterben mussten. Mhm. Ja, weil Menschen sich haben durch Verordnungen entmenschlichen lassen. Das hat für mich eine ganz, ganz, ja, vom Wesen her die gleiche Qualität. Richtig, weil es zur Offenbarung gehört. Und wir sind immer mehr bereit, da auch wirklich jetzt in dieser Zeit hinzugucken. Genau das, was du, ja, sagst. Mach dir bitte mal einen eigenen Reim. Die Alten sterben da isoliert. Die Kinder sind unter Masken. Was für eine Energie wirkt hier. Da haben wir auch viel drüber geredet schon. Und immer mehr Menschen sind da zumindest schon bereit hinzuschauen. Und das stimmt mich sehr froh, die auch diese Töne, die du jetzt sagst, klar anklingen lassen. Ja, also da sehe ich schon einen riesigen Erfolg. Allerdings unser Deutschtum, das ist noch sehr, sehr im Dunkeln, na gut, lass uns schauen, wo es hinführt. Er kriegt da jetzt auch vorgeworfen, es wäre quasi nur eine sehr intelligente Operation, Psyop, die er hier führt. Er tut uns Honig ums Maul schmieren. Nein. Ihr seid gut, wie ihr seid, ihr wart die Besten. Aber ich möchte dir sagen dazu, wenn es ist einfach Fakt, was er sagt. Wenn er sagt, ihr wart die Besten, man konnte euch nicht stoppen, man wollte mit euch exportmäßig nicht mehr länger konkurrieren, weil man euch nicht einholen konnte, weil ihr den britischen Empire den Saft abgedreht habt über euer ständiges Tätigsein, Agieren, Erfinden. Das sind
Fakten. Die hat jetzt auch, vor 2-3 Jahren ging das ja los langsam, an Herr Effenberger schon geschlussfolgert, beziehungsweise bewiesen, als er sagte, schaut euch doch die Exportquoten an vom Ersten Weltkrieg. Wo führte das Ganze hin? Es war eine Notwendigkeit und es gab Leute, die haben davon profitiert. Es ist also mitnichten so, dass hier Honig ums Maul geschmiert wird, sondern er nennt schon auf seine weiche Art Fakten. Man muss sie nur sehen wollen und fähig sein, selbst nachzudenken und zu recherchieren. Ja. Und der Moloch, den du jetzt beschreibst, soll doch bitte mal jeder, der in diesem Stereotyp immer auf, sagen wir jetzt mal, 80 Jahre zurückguckt und dann urteilt, wie konnte das passieren, warum habt ihr nichts gesagt, in den aktuellen Moloch blicken, von dem wir und den aktuellen Verrat an Menschenrecht. Ja? Also ich muss dir wirklich sagen, meine große Verwunderung in der aktuellen Zeit, und vielleicht sollten wir auf die auch noch mal ein bisschen abstellen, sind nicht die Regeln, die wir aufgedrückt bekommen von einer Regierung oder so etwas. Das verwundert mich keinen Millimeter. Das ist auch wie das Aufplatzen von einem Geschwür. Was mich verwundert, ist die maßlose Dummheit vieler. Darüber komme ich sehr schwer hinweg. Über das bis jetzt noch, das weiß sind harte Worte, aber über das bis jetzt noch nicht bemerken, was hier draußen für ein Film läuft. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir das als 11. Teil der Truman Show nehmen, weil hier geht es tatsächlich in diesem Fall um unsere spezielle deutsche Truman Show, ja, die natürlich was Dystopisches hatte. Also diese Selbsterniedrigung, Selbstbeschuldigung, Kotau, Verirrung, und er nennt uns ja die Cash Cow, ja, also die Zahlkuh, ja, Bezahlkuh, an der viele, viele, viele verdienen, dass jetzt es an der Zeit ist, dieses Umerziehungsprogramm, ja, Bletchley Park als Stichwort, zu erkennen, dass man uns ja von unserer Wahrheit abgekoppelt hat. Von unserer Tradition, von unseren Werten, von unserer Sprache, von unseren Liedern. Ja? Weil jedes Volk besingt seine Geschichte, seine Werte in seinen Liedern. Und wenn deutsche Volkslieder per se Nazi sind, ja, also als das bezeichnet werden, also ne, moderne Kinderlieder, Ai-Tai-Tai und Hatata, halt an ihren Platz kommen, die aber keine tiefen Wurzeln haben. Allein, ne, wer sich mit morphischer Resonanz beschäftigt, die Volkslieder sind immer gemeinsam in den Dörfern unter der Linde gesungen worden. Das heißt, diese morphischen Felder dieser Lieder sind angefüllt von Gemeinsinn, Solidarität, auch gemeinsamer Trauer. Ja, also um den Liebsten, der dann in der Fremde geblieben ist, oder ne, da gibt es doch ein Lied, das heißt, du musst dann am Schluss, es schneit doch keine Rosen und regnet keinen kühlen Wein, also mein Liebster, wirst du auch nicht mehr bei mir sein, oder so in der Art, okay. Ja, weil er das vorher gesagt hat, dann komme ich wieder, wenn es rote Rosen schneit. Also dass sie auch gemeinsam dieses Gefühlswissen geteilt haben, was es bedeutet, dass der Liebste nicht mehr wiedergekommen ist. Nicht mehr wieder. Erwischt. Hast du dir wieder einen Timer gestellt? Ich habe mein Handy aus, aber... Ich dachte, du hättest dir wieder so einen Gesprächstimer gestellt. Nein. Das hat sich reingemogelt hier aus... Ja. Aus Telegram, obwohl ich das nicht anhatte. Ja, ich würde sagen, wir bleiben uns da treu bei den Dingen, wie wir diese Truman-Folgen führen, dass wir spontan sind, dass wir auf Synchronizitäten warten. Wenn dir dann durch den Kopf kam, wir machen Truman 11, dann machen wir Truman 11 und dann wird es schon korrespondieren.
korrespondieren. So, weißt du, wie die Taube. Es gibt diese Zufälle nicht. Also mir fällt jetzt spontan dann auch ein, dann passt es beim Zehner sehr schön zu Entfesselung. Und dann sind das Dinge, die auch in dem Moment über unser vordergründiges Verstehen hinausgehen. Die ergeben einen höheren Sinn, die passen dann, wenn man drüber, das geht über uns auch hinaus dann irgendwann. Dann kommt es durch uns. Ja. 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 Du hast wieder wichtige Dinge, dieses Wegsehen. Was ich bemerke auch ist, dass viele jetzt sagen, stecken eben eineinhalb Jahre C-Krise drin. Lasst uns mal vorsichtig sein, wir werden wieder verarscht, wir werden wieder in die Irre geführt und so weiter. Mir ist eines wichtig, Zeit meines Lebens, dass man immer wieder, auch wenn man auf die Schnute bekommt, versucht, sein Herz offen zu halten. Wenn du das nicht tust, wenn du vermauerst, wenn du auch jetzt als Kollektiv merkst, Entschuldigung, unsere Vergangenheit ist schmerzvoll, das tut mir weh, ich möchte lieber ins Schwimmbad gehen oder einen Walt Disney Film oder sonst was angucken, dann ist der Einzige, der dabei verliert, du oder der, hinter dieser dicken Mauer von dieser Burg, wo man dann in Einsamkeit stirbt, anstatt sich geöffnet zu haben, ja, mit der Gefahr, verletzt zu werden wie noch nie, aber Liebe passiert nicht anders. Verletzt zu werden wie noch nie, aber mit der Chance darauf, was Neues, Großes, Erhebendes zu erleben. Liebe. Und es geht nur über Öffnung und nur über Schwäche und Offenlegung. Und das ist auch früher so gewesen, in den 20er, 30ern, wenn die erste große Liebe zerbrach, dann haben viele Leute genau diese Schlussfolgerung für sich gelegt. Die haben gesagt, ich möchte nie mehr so enttäuscht werden. Das war der tödlichste Schmerz meines Lebens und ich vermauere mich jetzt. Aber die war, und das kann man, bitte, ich rede im Gleichnis kollektiv. Man kann das tun, aber der Einzige, der dabei verliert, ist derjenige, der das beschließt. Und wir haben 70 Jahre jetzt so gelebt. Wir haben 70 Jahre so gelebt. Mhm. Genau. Und es hat diese Blüten getrieben, diese Oberflächlichkeit, diese, ich nenne es jetzt mal ketzerisch, diese BRD-Verantwortungslosigkeit. Ich hatte kürzlich jemand, eine Amtsperson hier. Das Erste, was er tat, sagte, ich beglaubige nur die Unterschrift. Ja, also und das ist, jetzt ohne diesem Herrn, den ich sehr schätze, zu nahe zu treten, aber das ist, wie wir konditioniert worden sind. Ja, ich hab hier nichts mit zu tun, ich trage keine Verantwortung, ich tue nur, was ich soll und dann habe ich einen komfortablen Tunnel, in dem ich mich bewege. Und das zeigt sich auch kollektiv in Deutschlands Rolle in der Welt, wo wir uns klammheimlich aus der Verantwortung stehlen, solange wir es nicht müssen und sehr gut darin leben. Du weißt ja, Sklaven wollen nicht frei sein, die wollen Sklavenaufseher werden, ja, sowas. Davon rede ich, das passiert hier. Und das ist übrigens auch eine Sache, die, ohne ihn zu überstrapazieren, aber ich entdecke sehr viel, was da für mich drin ist. Gut, ist ein Lebensthema von mir. Wo der Herr Thol eben auch sagt, da dürft ihr neu denken. Ihr dürft Verantwortung übertragen. Wir werden sehen, ob ihr das hinbekommt. Ne? Ja, vom Sommer, von der Zeit her, dass wir ins typische Drumenraster noch mal ein bisschen reinkommen, möchte ich sagen, er ist in Vorleistung gegangen. Er sagt, es wird ein Sturm aufziehen. Er ist in der Bringschuld. Es müssen Dinge passieren im Außen. Er hat sie benannt, Inflation. Sollte das bis Ende September nicht sein, naja gut, dann kann man ihm oder kann man seine Thesen halt in die Tonne kippen. Dann sind seine Visionen die eines alten Mannes, der sich das gewünscht hat. Ja, okay. Ich wollte wesentlich kritischer sein, aber als ich das halt nochmal gehört habe, muss ich sagen, die Botschaft, Deutsche, fangt an, euch endlich selber zu lieben, die bleibt. Egal. Ich würde mir aber von dir jetzt wirklich auch für mich dann, wünschen, dass du ein paar kritische, dann geh noch mal eine Stunde zurück und stell mal ein paar kritische Fragen. Vielleicht ist für mich wieder ein Impuls dabei, um neu nachzudenken oder um was zu finden, wo ich sage, Moment, da muss ich jetzt aber gucken. Ja.
Ich habe einfach, natürlich, was meinst du, was er für einen Auftrag hat? Aber du hast im Prinzip, also welcher Mission, ne, Volker, du hast es ja immer wieder gesagt, und deswegen hast du mir den Wind tatsächlich aus den Segeln genommen. Also, mit der Schau, dass er sozusagen ein Phänomen einer Zeitqualität ist und dass es wichtig ist, ihn auf diese Weise zu sehen, statt sich in diesem kontrastierenden, ist er jetzt ein CIA-Agent oder Freimaurer oder was weiß ich, um uns in die Irre zu leiten. Womit leitet uns ein Mensch, ein Amerikaner, in die Irre, wenn er sagt, Deutsche, fangt an, euch selbst zu lieben und werdet euch auch eurer Verantwortung bewusst, die ihr durch eure Herzqualität in die Welt bringt. Exakt. Ja, wenn Politiker der BRD da oben von Verantwortung sprechen, dann meinen sie Aufrüstung und Einsätze der Bundeswehr irgendwo am Hindukusch oder sonst was. Das ist für sie Verantwortung. Ja, genau. Man könnte ketzerisch vermuten, dass er ein Gesandter ist, der nun offenlegen soll und darf, was wir auch die letzte Zeit Friedman 2015, Council Foreign Relations, schlackerten uns ja die Ohren, weil er war ja als wirklich Mainstream-Geostratege, als Berater der jetzigen Kräfte in der Lage zu sagen, unsere Außenpolitik war immer schon darauf angelegt, Deutschland und Russland zu spalten. Ich habe in dem Moment den heiligen Schrecken erfahren, dass hier eine neue Ära antrifft. Man könnte also, ich versuche jetzt zu stauchen, weil das schon wieder ein Riesending ist, was wir da reden müssten, den Herrn Tol in etwa genauso begreifen als einen sehr perfiden Überbringer einer neuen geplanten Rolle Deutschlands, in der, wie der Herr Trump das ja auch sagte, Nationalstaaten wieder gefragt sein werden. Wo wir also als Marionetten doch wieder mit ein bisschen mehr Leine, ja, am langen Bande geführt werden. Das ist möglich, natürlich, das ist möglich und das möchte ich auch offen halten. Ausdrücklich. Nur wie du richtig sagst, seine Botschaft ist erstmal eine andere. Die geht tiefenpsychologisch in uns herein. Also uns wieder zu verwurzeln. Achso, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das habe ich jetzt vergessen wieder. Das ist ja so, deswegen kann ich auch so locker drüber reden. Dafür wollte ich ihn sehen. Für mich ist nur eines wichtig, ist der Mann im Auftrag einer dunklen Agenda unterwegs, egal was er jetzt sagt, oder nicht? Diese zwei Sachen. Habe ich einen redlichen Menschen gegenüber, wie jetzt bei uns beiden, jetzt hier nicht so gut, ich fühle deine Energie, wir kennen uns ja, dann weiß ich, woran ich bin. Deswegen wollte ich ihn sehen. Und nachdem ich ihn gesehen, gefühlt und wahrgenommen habe, weiß ich definitiv, dass er nicht im Auftrag einer dunklen Agenda unterwegs ist. Da können jetzt viele schreien, er ist halt geblendet und so weiter. Wobei ich auch jetzt da über die Kritikfähigkeit der Alternativszene etwas bestürzt bin. Denn wenn man etwas kritisiert oder gegenredet, dann würde ich mir tatsächlich mehr Fakten wünschen. Also, aber dass jetzt in ein, zwei Artikel rumschwirren und ich lese ja extra schon durch, ich investiere die Zeit. Aber dann bitte, dann möchte ich auch Futter bekommen, ja. Aber wenn ich dann merke, dass hier was abgeschrieben, da wird es nur halb angedeutet, dann bringt mich das wenig weiter. Also wenn, dann will ich Futter haben. Gut, wo waren wir jetzt? Ach, genau, und dann habe ich ihn wahrgenommen und seitdem weiß ich, er ist es nicht. Er ist nicht im Auftrag einer dunklen Agenda unterwegs. Bumm. So. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und jetzt soll jeder selbst weiterdenken, ja. Soll jeder selbst weiterdenken. Okay, vielleicht ist es dann noch ein Mann mit Visionen. Visionen haben wir alle mal mehr oder weniger, der halt eine Riesenwelle gerade macht. Wobei ich auch erstaunt bin, ich hätte auf Deutsch, lieber Götz, die Eier nicht. Wenn ich eine Vision habe, ja, ich habe die auch dann schon mal. All mein Leben, all mein Sein mit Rieseneinsatz aufs Podest zu stellen und zu sagen, in der Zukunft passiert dies und jenes.
Ich hätte das nicht, ich hätte die Eier nicht. Also, weißt du, wie viel Stärke muss darin sein? Wie viel Stärke muss darin sein? Ja. Wir werden es wie so immer sehen. Wir haben Bundestagswahlen vor uns. Ich fasse die jetzige Zeitqualität so auf, dass die herrschenden Kräfte uns eine Atempause, eine im Verhältnis Atempause gönnen. Du kannst die EM-Bilder da sehr sinnbildlich wunderschön nehmen. Die Leute haben eine Maske auf, die Funktionäre, aber unter der Nase. Das Stadion ist halb besetzt. Das erinnert mich an unsere Kanzlerin, die immer so unterdrückt jubelt, weißt du? Nicht so, sondern so. Das, so mit angezogener Handbremse gönnt man uns, guckt mal ein bisschen Fußball, nicht zu viel und freuen auch nicht zu viel. Ja? Denn es kommt, das Böse kommt schon wieder. Das ist die Qualität, die uns serviert wird momentan. Ja, 2006 haben sie die Mehrwertsteuer auf 19% angehoben während der Weltmeisterschaft. Ja, genau. Undercover. Da müssen wir jetzt nicht unken, was in diesen Tagen geschieht. Aber ja, lass uns gemeinsam eintreten in eine bestimmte Zeitqualität und das Lieben lernen. Das Lieben lernen. Ich plane jedenfalls für den 21.06. schon, dass wir ein Feuer machen. Da unken dann einige, oh, das ist ja ein satanisches Feuerritual. Genau dann auch zur Sommersonnenwende frage ich mich, was machen wir die ganze Zeit mit den Wendfeiern, wenn wir Feuer... Aber gut. Man kann alles immer, ich werde ein Fest machen, ich werde Spaß haben an diesem Tag, man nennt es auch Midsommer und werde den ein oder anderen Gedanken an meine beiden Opas, die ich sehr wertschätze und deren Beine heute noch in Russland liegen, denken. Und das waren beileibe weder, das waren keine Nazis, das waren Kämpfer für ihr Land, den zeitlebens jede Achtung dafür, für das Leid, für den Leidensweg, den walzen wir jetzt nicht aus, der ihnen verwehrt wurde. Ja. An die werde ich auch denken. Und auch an meine Großeltern, die dann selbst einen Hof geführt haben als Frau. Ja. Ach Götz, das wäre noch, könnten wir X-Sendungen noch machen, was da abging. Ja. Ja. Okay, mein Lieber, dann lassen wir es für heute gut sein. Und ich danke dir für deine Zeit. Und ich denke, dass wir das auch ganz schnell online stellen werden, dieses Gespräch. Ich bin sehr froh über dieses Gespräch heute. Ich glaube, wir haben ein paar wichtige Sachen von diesem Kollektivschmerzkörper angesprochen. Vielleicht gelingt es uns darüber auch, Menschen wieder zu erreichen, dass das langsam wahrgenommen wird, wer wir eigentlich sind hier. Ja. Ja. Im Zuge von einer echten Aufarbeitung von einem, ja, das wenn, ja. Ja. Ja, ihr Lieben, heute mal ein bisschen länger gewesen, aber Frank bat mich, nicht auf die Zeitbremse zu treten. Und ich denke, da ist einiges dran, wo wir weitermachen können. Das selbst lieben lernen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr dabei seid, wieder dabei seid bei Neuhorizonte TV und sage für heute Tschüss.